سلام كمسك الختام عليكم محيي بابنا يا كرام ومن بكم أنسنا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم الطابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bevor wir heute mit unserem Thema anfangen, möchte ich kurz auf eine Sache eingehen, die ein bisschen nervig ist, sag ich mal. Bevor wir heute mit unseren Dings anfangen, möchte ich mal kurz darauf eingehen. Es ist wirklich sehr nervig. Und es regt mich richtig auf. Was soll ich sagen? In dieser Welt regen irgendwelche Leute irgendwelche immer wieder auf. Aber insbesondere regen mich auf jeden Fall irgendwelche Leute auf. Das sind nicht irgendwelche Islamphobiker, die den Islam angreifen hier in Deutschland. Oder mich regen auch nicht solche Leute aus, sag ich mal, wie Thilo Sarrazin, der anfängt, irgendwelche Muslime auf irgendeine Art und Weise zu beleidigen, wenn auch bei manchen Ausländern mit Recht. Nein, solche Leute regen mich auch nicht auf. Mich regen auch nicht Lehrer oder Arbeitgeber in dieser Gesellschaft auf, die versuchen, von uns Muslimen mit Gewalt das Kopftuch abzuziehen, beziehungsweise den Bart oder irgendwelche anderen islamischen Kleidung. Diese Leute regen mich auch eigentlich im Großen und Ganzen nicht auf. Geschweige denn, dass irgendwelche Leute unsere Nation vom Himmel und von Erden aus bombardieren, nein, sie regen mich eigentlich auch nicht auf. Regen tun mich solche Leute, die 5-mal am Tag ihre Gebete verrichten, die jeden Ramadan beten, die jeden Ramadan ihre Fasten machen, die jeden Ramadanabend ihre 20 Rekat oder was weiß ich, wie viele Rekat Tarawih Gebete machen. Mich regen Leute auf, die ihren Rosenkranz in die Hand nehmen und am Tag 33 Mal Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar sagen. Mich regen Leute auf, Frauen, die ihre Kopftücher anziehen. All dies machen und die Religion ihnen trotzdem irgendwo am Dings vorbeigeht. Solche Leute regen mich eigentlich hier am meisten auf. Diese Leute regen mich am meisten auf, die 5-mal am Tag ihre Gebete verrichten, ihre Almosensteuer bezahlen, wenn auch ihr Hadsch machen und dann es damit beseien lassen und denken, sie seien die besten Moslems auf dieser Welt. Wenn sie es wüssten, dass sie eigentlich gar nichts sind. Weil der Islam ist auf jeden Fall nicht nur 5-mal am Tag sein Gebet zu verrichten, irgendwelche Seiten vom Koran auswendig zu lernen und dann sich hinzusetzen und die Schnauze zu halten. Das ist nicht der Islam. Das ist vielleicht höchstwahrscheinlich im Christentum so, wenn sich die Mönche in die Klöster absetzen und sagen, wir sind jetzt ruhig bis unser Leben endet. Daher regen mich solche Leute auf, die behaupten, sie sind Muslime, aber von sich aus für diesen Islam, für diese Religion, die von Adam bis Mohammed a.s. uns von Hand zu Hand, von Buch zu Buch, von Kopf zu Kopf uns gegeben worden ist, nichts für diese Religion tun. Denkt bloß nicht, ja, macht was für eure Religion, indem ihr eure Gebete verrichtet, indem ihr euch einmal in der Woche zusammensetzt, Koran liest oder sonst was macht. Religion heißt, Islam heißt, was für diese Religion im Praktischen zu machen. Eines Tages kam Musa a.s. zu Allah und Allah hat zu Musa a.s. gesprochen, was hast du heute für mich gemacht? Worauf Musa a.s. ihm gesagt hat, ich habe für dich gebetet. Daraufhin hat Allah gesagt, das ist nicht für dich, das ist nicht für mich, das ist für dich selber. Das Gebet brauche ich nicht. Was hast du für mich gemacht? Hat Allah zu Musa a.s. gesagt. Und Musa a.s. hat gesagt, ich habe für dich Sadaka gegeben. Ich habe für dich Infak gemacht. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, nein, ja Musa, das ist alles für dich, das ist nicht für mich.
Und Musa zählte auf und zählte auf und zählte auf und Allah hat gesagt, nein Musa, das ist alles für dich. Die ganzen Gottesanbetungen, die ganzen Ibadah, die sind für dich. Daraufhin hat Musa a.s. gesagt, ja, was ist denn wohl für dich? Welche Ibadah, welche Tat ist denn einzig und allein für dich? Daraufhin hat Allah gesagt, meine Freunde zu Freunden und meine Feinde zu Feinden nehmen. Meine Freunde zu Freunde und meine Feinde zu Feinden nehmen. Das nennt sich im Islam El-Wala wal-Bara. Aber indem man die Freunde zu Freunden und die Feinde zu Feinden nimmt, heißt das auch wiederum nicht, dass man sich im Boden abkapselt und Hass in den Herzen aufbaut gegen irgendwelche Feinde, die nicht Islamist sind. Ihr müsst für den Islam was machen. Wenn ihr für den Islam was nicht macht, Wallahi lazim, ihr werdet im Diesseits und im Jenseits verlieren. Und das sage ich nicht einfach nur, weil wir uns wieder hier irgendwie zusammensitzen und irgendwelche Stunden hier vollfüllen wollen in diesen kalten Wintertagen. Wenn ihr, jeder Einzelne von euch, ein Iman in euren Herzen hat, ki, jeder Iman ist eine Behauptung, oder? Wenn ihr zu eurem Freund sagt oder zu eurer Freundin sagt, ich liebe dich, zum Beispiel, ist das so eine Behauptung, oder? Ist das so eine Behauptung? Und jede Behauptung braucht eine Bestätigung. Wenn eine Mutter zu ihren Kindern jeden Tag sagt, ich liebe euch, aber gibt den Kindern kein Essen, die Kinder werden nach irgendeiner kurzer Zeit werden sie sterben. Jede Behauptung braucht eine Bestätigung. Und die größte Behauptung, die einer auf dieser Welt überhaupt zwischen Leben und Tod sagen kann, ist Amentu billahi wa rasuli. Ich glaube an Allah und an seinen Gesandten. Oder? Ist das die größte Behauptung? Das ist die größte Behauptung. Daher braucht die größte Behauptung die größte Bestätigung in euch. Der Iman, der in euren Herzen ist, der muss euch pumpen. Der muss euch zum Bewegen bringen. Ihr müsst jeden Tag, jede Stunde was für diese Religion machen. Einen alten Bekannten von mir habe ich jahrelang früher gesagt, Wallahi al-Azim, werdet ihr dieses Buch nicht hochhalten, wird dieses Buch euch fallen lassen. Wenn ihr dieses Buch, den heiligen Koran, nicht hochhält, wird dieses Buch euch fallen lassen. Und alle, die ich von früher kannte, sind fallen gelassen worden, die dieses Buch nicht festgehalten haben. Das ist was ganz Wichtiges. Ihr müsst was für diesen Islam tun. Aber eins braucht ihr nicht zu glauben, der Islam hat euch nicht nötig. Ihr habt den Islam nötig. Nicht, dass ihr denkt, wenn ihr nichts für den Islam macht, dann wird der Islam hier irgendwie aussterben. يُرِيدُونَ الْيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْرَاهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Sie wollen das Licht Allahs, den heiligen Islam, auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn die Ungläubigen es nicht wollen. Dafür hat er euch nicht nötig. Der Islam hat euch nicht nötig. Aber in euren 1, 2, 3 Tage Leben habt ihr den Islam nötig. Und Leute, die unter uns von Tag zu Tag merken, oh mein Gott, ich bekomme graue Haare, ich werde immer älter, sie werden das mehr begreifen, was ich hier meine. Daher, ihr müsst das zu eurer Tat machen. Ihr müsst jeden Tag was für diese Religion tun. Von euch selber aus müsst ihr was für diese Religion tun. Die Leute, die Menschen, die Muslime, die im Auftrag des Islams arbeiten, die Leute, die Muslime, die in der islamischen Bewegung, in der islamischen Tawhid-Bewegung sich befinden, teilen sich in 3 Gruppen auf. Merkt euch das. Die Leute, die teilen sich in 3... Ich spreche hier aus Erfahrung, Jan. Ich rasse nicht irgendwas hier runter von Theorie. Ich rede hier von Erfahrung. Die Menschen, die Leute in der Dawah, in der islamischen Bewegung, teilen sich in 3 Gruppen auf. In der ersten Gruppe sind diejenigen, die jeden Tag was für diese Religion tun, für den Islam tun. Erstmal tun sie ihre Angelegenheiten für den Islam und dann tun sie es für wen? Wieder für den Islam. Okay? Und dann machen sie erst ihre Arbeit. Dann fangen sie erst zu Hause an, irgendwas sauber zu machen. Dann fangen sie erst mal an, den Schrank sauber zu putzen. Dann nehmen sie erst mal den Staubsauger in die Hand.
Dann fangen sie erstmal an, ihnen die Arbeit zu geben. Dann fangen sie an, ihre Kinder zu ernähren. Dann fangen sie an, arbeiten zu gehen oder heiraten zu gehen. Egal was es ist. Erst muss die Sache für den Islam gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Das sind die Leute, die in der ersten Position des Islams sind. In der Spitze. Erst der Koran, erst der Islam, erst die Scharia und dann der Rest. Dann in der zweiten Gruppe dieser islamischen Nation, in der islamischen Umma, gibt es die Leute, die auch was für den Islam tun, aber erstmal ihre anderen Angelegenheiten erledigen. Was heißt das? Sie arbeiten erstmal ihre 8 Stunden, sie machen erstmal ihre Schulaufgaben, sie machen erstmal das, was gemacht werden sollte nach ihren Ansichten, und dann die restliche Zeit verbringen sie für den Islam. Für die Aufgabe im Auftrag des Islams, den Heiligen Koran zu verbreiten, in der islamischen Bewegung zu arbeiten. In der dritten Kategorie sind die Menschen, die den Islam, und merkt euch das, die den Islam zum Hobby gemacht haben. Sie lieben den Islam. Der Islam ist ja so eine coole Religion, da kann man sich ja mal ein Bart wachsen lassen oder da kann man sich ja mal vor Lust und Laune mal ein Niqab vors Gesicht binden oder kann man vielleicht mal breite Klamotten anziehen oder die grüne Fahne vors Haus hängen. Das ist, wenn der Islam zum Hobby geworden ist. Mit unter anderem ist das natürlich wichtig. Aber dann sind wieder, wie gesagt, in der dritten Kategorie die Leute, die, wenn sie ihre ganzen Arbeiten gemacht haben, ich muss erstmal das machen, ich muss erstmal das machen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss erstmal das machen. Und dann habe ich erstmal Freizeit und wenn die Freizeit rum ist, ja, dann mache ich einmal was für den Islam. Dann ziehe ich mir auch mal einen Turban an. Dann hänge ich mir auch mal eine Fahne mit La ilaha illallah auf. Und das sind die dritte Gruppe, die Leute, die in der islamischen Bewegung, in der islamischen Dawa arbeiten. Leider sind diese, ich rede aus Erfahrung, bis zu 80-85%. 10% sind in der zweiten Gruppe und vielleicht 5% sind in der ersten Gruppe. Und weil nur 5% ihr Hab, ihr Gut und ihr Blut, ihr Vermögen, oder am besten wisst ihr, was noch wichtiger ist als Vermögen und als Gut und als Blut? Eure Zeit. Diejenigen, die ihre Zeit für den Islam verwenden, sind höchstens vielleicht nur 5%. Und das meine ich mit richtig ihre Zeit dafür verwenden. Die frühmorgens aufstehen und sagen, oh mein Gott, was mache ich heute? Was muss ich heute machen? Was muss ich heute drucken? Was für ein Gespräch kann ich heute vorbereiten? Was für eine Aktivität kann ich für den Islam hier, hier oder hier machen? Jeder für seine eigene Aufgabe. Ob das bei sich zu Hause ist, ob das in seiner Nachbarschaft ist, an der Arbeitsstelle ist, in der Schule ist oder im Internet ist. Es ist egal. Aber diejenigen, die zuerst aufstehen, mit den Augen auch mal sagen, oh mein Gott, was mache ich heute für den Islam? Was mache ich heute für Allah? Was mache ich heute für Mohammed a.s.? Was mache ich heute für die Schariat-Kulliyya? Insgesamt. Wenn ihr diese Makam, diese Position erreicht habt, dann könnt ihr euch zurücklegen und sagen, Alhamdulillah, ich habe es erreicht. Wenn ihr dies nicht macht, werdet ihr psychologische Probleme kriegen. Ein psychologisches Grundproblem, noch ein psychologisches Problem, noch ein psychologisches Problem. Wer sagt das? Das sagt der Prophet a.s. Was sagt er? Derjenige, sagt der Prophet, der die Religion Allahs, das heißt den Islam, zu seiner Sorge macht. Derjenige, der den Islam zu seiner Sorge macht, das ist deine Sorge, Jan. Du denkst jeden Tag, was kann ich für den Islam tun? Was kann ich für den Islam tun? Allah wird von ihm die privaten Sorgen aufheben. Derjenige, der den Islam zu seiner Sorge macht, die Scharia zu seiner Sorge macht, den wird Allah seine privaten Sorgen flupp aufheben. Du siehst auf einmal, diese Person hat gar keine Sorgen mehr. Nichts auf dieser Welt kann diese Person mehr schlechte Laune bringen. Auch wenn er lebenslänglich Haft bekommen sollte. Nichts. Das ist ganz wichtig. Wenn du da auf diesen Punkt gekommen bist, wenn Hakikatan der Islam deine Sorge ist, dann wird Allah deine privaten Sorgen von dir aufheben. Solltest du aber den Islam, das heißt den Allah, den Propheten, die Sahabe, die ganze Dawa, die ganzen 6236 Verse nicht zu deinem Problem, nicht zu deiner Sorge machen, Allah wird dich mit deinen privaten Sorgen
alleine lassen. Allah wird dich verlassen. Wie steht im Koran geschrieben? Sie haben Allah vergessen und Allah hat sie vergessen. Aber im symbolischen Sinne wird sie Allah vergessen. Sie haben Allah vergessen und Allah wird sie vergessen. Daher müsst ihr jeden Tag für diese Dawah, für diesen Islam arbeiten. Und ihr müsst dieses Buch, den Heiligen Koran, zu eurer Sorge machen. Das heißt nicht, oh schön, wie lesen wir das jetzt? Wekezalike oder Wekezalike? Das ist nicht die Sorge. Die Sorge ist, dass dieses Buch in jeden Lebensbereichen des Lebens mitwirken ist. Und an erster Stelle, an eurer Stelle. An erster Stelle in eurem Leben. Und ganz wichtig, und wenn ihr dies macht, wenn ihr auf diesen Weg läuft, wenn ihr auf Fisabilillah läuft, was ganz wichtig ist, ein kleiner Satz, bleibt bitte ernst. Bleibt bitte ernst. Das ist kein Kinderspaß. Es ist kein Kinderspaß hier. Wie viele Leute haben wir gesehen, die La ilaha illallah auf den Weg geschritten sind und bei der ersten Polizei waren die alle weg gewesen. Die haben 3 Kilometer Bad gehabt, 8 Kilometer Sadat gehabt und 9 Kilometer Umfang von Salwa gehabt. Die sind alle weg. Warum? Wie ein Luftballon. Immer größer, immer größer, immer größer, aber innen leer. Und wenn dann irgendwann mal eine kleine Nadel kommt, plupp, weg. Weg. Du siehst die Leute nie wieder. Und die Leute, die ihr um euch seht und denkt, boah, Maschallah, ja, bei solchen Aktionen werdet ihr keine mehr um euch sehen. Daher, wir machen hier keinen Kinderspaß. Das ist die Religion Allahs. Das ist der Vers, wo Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Ich habe die Menschen und die Dämonen nur erschaffen, damit sie mir Gottesanbetungen anweisen. Damit sie mir die Ibadah vollstrecken. Das ist unsere größte Dawah. Deswegen hat sich unsere Dawah in dieser Fahne manifestiert. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wir haben nichts anderes zu tun, dieses Wort zu verbreiten. Ohne irgendeinen Menschen auf dieser Welt die Nase zum Bluten kommen zu lassen. Wir sind eine Nation eines Propheten, der als eine Barmherzigkeit für alle Welten gesandt worden ist. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ O Mohammed, wir haben dich nur für eine Barmherzigkeit, für was? Für alle Welten herabgesandt. Und so solltet ihr euch auch verhalten. Ihr sollt alle, auf Mann oder Frau, auf 7 oder 70, alle die Soldaten Allahs werden. Aber Soldat von Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, heißt nicht, Blut auf dieser Welt zu vergießen. Soldaten Allahs zu sein, heißt, den heiligen Koran auf dieser Welt mit Liebe zu verbreiten, mit Barmherzigkeit zu verbreiten. Der Gründer des osmanischen Staates, Osman Gazi, als er im Jahre 1299 in Bursa, in Süd, diese Sache mit 300 Mann anfing, hat er zu seinen Leuten gesagt, unsere Dawa ist kein Imperium aufzubauen, unsere Dawa ist das Wort des Allahs als das höchste Wort zu erklären. Das ist kein Spaß, ne? Dieser Mann, in diesen Zelten, wo ca. 300 Mann oder 300 Zelte gewesen waren, und er diese Sache angefangen hat, hat er gesagt, von Osman der Little, unsere Dawa ist es, das Ilahi Kelimetullah, das Wort Allahs, das Höchste auf dieser Welt zu machen. Nicht ein Imperium aufzubauen. Was ist mit ihm passiert? 400 Jahre später war er größer gewesen als das Osmanische Reich. Größer gewesen als das Römische Reich. Nordafrika, der große Teil von Asien, die Hälfte von Europa, nur allein auf diesem Spruch basiert. Weil ihre Dawa war gewesen, den Islam zu verbreiten.
im Auftrag des Islams auf dieser Welt sich zu bewegen. Aber ohne Blut zu vergießen. Ohne Blut zu vergießen. Und wir, islamische Nation, die Ummati Mohammed, sind Angehörige dieses Propheten. Wenn der Prophet eine Barmherzigkeit für alle Welten war, da sind wir doch seine Nation. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا Leute, إِلَّا nur als eine Barmherzigkeit für alle Welten. Der Koran sagt وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً und wir haben euch gemacht zu einem Volk, zu einer Nation أُمَّةً وَسَطًا zu einem gleichgewichtigen Volk. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ damit ihr Zeuge gegenüber der Menschheit seid. Damit ihr Shuhada, Shahidler, Models seid. Nicht Models, die auf dem Laufsteg laufen. Damit ihr Models der Menschheit seid, haben wir euch zu einer gerechten Nation erwählt. Und damit der Prophet, alaihi salatu wassalam, ein Modell für euch ist. Wollt ihr wissen, was Sunna ist? Sunnat Rasulillah? Sunnat Nabawiyya? Das ist Sunnat Nabawiyya. Was ist das? Wenn ihr den Propheten als Modell, ich übersetze mal, als Superstar für euch nehmt. Wenn ihr den Propheten zum Superstar nehmt, zum Modell nehmt, eure Leben danach gestaltet, damit die Menschheit ein Beispiel an euch nimmt und ihr Leben nach euch gestaltet. Litakunu shuhada ala nas. Und dabei, Leute, ihr müsst ganz ernst bleiben. Das ist kein Spiel, Spaß und Friede, Freude, Eierkuchen hier. Es ist ganz kurz. Ihr habt bestimmt Verwandte gehabt, die gestorben sind. Ihr habt bestimmt Freunde gehabt, die irgendwo irgendwie gestorben sind. Und ihr seid noch jung. Ihr werdet noch viel, viel mehr erleben, Leute, die vor euch gegangen sind und gekommen sind und gehen werden, an Autounfällen, Flugzeugabstürzen, was weiß ich für ein Kram, Krankheiten, Pest oder was weiß ich, oder irgendwie was anderes. Das Leben wird euch erziehen. Und dabei müsst ihr ernst bleiben und immer eure Fundamente auf diesem heiligen Koran und der Sunna des Propheten basiert lassen. Ihr müsst das zu eurer Sorge machen. Ihr müsst Muttaqi sein. Ihr müsst Taqwa haben. Wisst ihr, was Taqwa heißt? Taqwa heißt Verantwortungsbewusstsein. Taqwa, Muttaqi, Muttaqi heißt verantwortungsbewusst und Taqwa heißt Verantwortungsbewusstsein. Die beste Position, die ihr bei Allah haben könnt nach Ihlas, ist Taqwa. Ihr müsst Verantwortungsbewusstsein haben. Einer, der jeden Tag 8 Stunden arbeiten geht und hat Verantwortungsbewusstsein, aber kann nicht am Tag 30 Broschüren verteilen, der hat kein Verantwortungsbewusstsein über seine Religion. Der am Tag 8 Stunden lang arbeiten geht oder 8 Stunden oder 6 Stunden in die Schule geht oder von mir aus nach der Schule geht und putzt zu Hause die Bude 4 Stunden lang und zeigt keine 10 Stunden oder 6 Stunden für den Islam, draußen den Islam zu verteilen, wallah, er hat kein Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein heißt, das, was die Sahaba gemacht haben. Nach dem Tod des Propheten war keiner von ihnen mehr in Medina gewesen. Bei der Hutbatul Wada, bei den letzten Abschiedspredigt des Propheten, haben 124.000 Menschen dem Propheten zugehört. 124.000 waren Sahabis gewesen. Davon sind nur höchstens 5.000 Hijaz geblieben. 5.000 sind nur in Mekka und Medina geblieben. Wo ist denn der Rest? Weg. Warum? Wegen diesem Buch. Wegen dieser Dauer. Wegen diesem Islam. Abu Ayyub al-Ansar. Sein richtiger Name ist Khalid ibn Zaid. Ein Mann, 70 Jahre alt, er setzt sich auf sein Pferd in Medina und reitet bis nach Istanbul. Mit dem alten Namen Konstantinopel. Warum? Weil es in Medina zu heiß ist oder was?
Was würdet ihr denn sagen, wenn sich heute ein 75-Jähriger auf sein Pferd setzt oder komm, auf ins Auto reinsetzt und sagt, ich werde in Moskau jetzt Korans verteilen? Ihr würdet sagen, der Mann hat eine Klatsche, oder? Hassen die ganze Sahabas eine Klatsche? Umar ibn al-Abdulaziz, der 9. Kalif, der 9. Sultan des Emiratischen Reiches, hat gesagt, und der 9. Sultan des Emiratischen Reiches war ca. 120, 130 nach der Hijra. Okay? Das heißt ungefähr 3-4 Generationen nach dem Prophet. Er hat gesagt zu seinem Volk, hättet ihr die Sahabes, das heißt, hättet ihr die Gefährten des Propheten gesehen, hättet ihr gesagt, Wallahi, das sind doofe Leute. Ich rede mal der Straßensprache. Hättet ihr die gesehen, hättet ihr gesagt, das sind Idioten. Und hätten sie euch gesehen, hätten sie gesagt, das sind keine Muslime. Und das sagt Umar ibn al-Abdulaziz 120 nach der Hijra. Wir leben heute 1430 nach der Hijra. Was wird er denn zu uns sagen? Ist er Kommunisten oder was? Nichts, wir machen doch gar nichts. Was machen wir denn für den Islam? Daher, Taqwa heißt Verantwortungsbewusstsein. Als ich dieses Jahr in Medina gewesen war, habe ich dort meinen Lehrer gesehen. Den Namen will ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ihr wisst, wen ich meine. Und wir sind so rumgelaufen und wir haben mit ihm diskutiert über, na, ich sag mal, über Gott und die Welt, ne, wie die Deutschen so sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, Furkan, was machen wir überhaupt für den Islam? Wir unterhalten uns über Kleinigkeiten. Ja, was ist Haram, was ist Halal, ist 471, kannst du das essen, kannst du das nicht essen, darf ich nicht, was ist hier, wenn ich hier einen Hase oder da einen Hase? Er sagt, guck mal, wie viele Muslime leben auf dieser Welt? Habe ich gesagt, ja, so knapp 2 Milliarden. Ja, was ist das so im Vergleich? Hat er mich gefragt, habe ich gesagt, ja, im Vergleich ist das so, habe ich gesagt, wenn du ganze Menschen, habe ich so gesagt, an die Reihe gliederst, so die ganzen 6 Milliarden, alle Menschen so auf dieser Welt nach der Reihe gliederst, wäre jeder dritte Moslem. Und dann haben sie mir gesagt, und wie viel davon gehen ins Paradies? Von diesen 2 Milliarden, habe ich gesagt, oh nein, ich habe keine Ahnung, vielleicht 1 Million, ey. Hat er gesagt, nein. Gehen wir mal davon aus, hat er zu mir gesagt, alle gehen ins Paradies. Also alle, die von heute sich aus behaupten, wir sind Muslime. Also alle, die sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und machen es von mir aus auch nicht. Wie unsere Leute, die wir halt in unserer Umgebung auch kennen. Ramazan-Moslems und so, ne? Von mir aus akzeptieren sie den Tarot auch noch. Aber sie behaupten halt für sich, sie sind halt Moslems. Sagen wir mal, sagt ihr, sie kommen alle ins Paradies. Da sind das 30%. Und 70% sind trotzdem in der Hölle. 70% der Menschheit weiß immer noch nichts von dem Islam. Hatamam sagt, wir gehen mal davon aus, alle Muslime kommen ins Paradies. Dann sind trotzdem 70% der Menschheit nicht in diesem Fall drin. Wie kannst du dann noch ruhig zu Hause sitzen? Wie kannst du kein Muttaqi sein? Wie kannst du kein Taqwa-Munger sagen, es geht mich doch gar nichts an. In der Klasse sind 20 Leute, ja, wir sind 3 Muslime, die anderen 17 juckt mich doch nicht. Sind doch sowieso Deutsche oder so. Das ist kein Verantwortungsbewusstsein. Das ist gar nichts. So, in der eigenen Gruppe denkt jeder, der ist der König der Welt oder so, ne? Oh, wir sind jetzt hier, wir haben uns versammelt und so, Koran, das ist super. Alle so, ne? Heiligenschein oben, obwohl er gar nicht da ist. Aber draußen auf einmal juckt uns das gar nicht. Aber wenn wir einen Scheiterhaufen hier machen würden und wir sagen, wir kippen jetzt die ganzen Leute unserer Stadt, die sagen, nee, warte mal ab, stopp und so, der wird sich verbrennen, lass uns den irgendwie abkaufen oder so. Das ist Iman. Ihr müsst mal ganz bewusst denken, was ich überhaupt meine. Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Islam. Den Islam zu verkünden, ist meine Aufgabe hier. Im Auftrag des Islams, die Leute aufzuklären. Wie aufzuklären? Bil hikmati wal mau'izati. Mit Weisheit, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Wie Musa alayhi salam zu Pharao gegangen ist. Und Allah hat zu Musa alayhi salam gesagt, geh zu ihm und rede zu ihm mit Kauli Layyin,
mit einem sehr schönen Wort. Hallo? Ihr sollt zum Pharao gehen und sollt mit ihm mit dem besten Wort reden. Und wer ist Pharao? Wisst ihr, Pharao ist? Der größte Penner seiner Zeit. Ja? Derjenige, der aufgestanden ist und hat gesagt, Ana Rabbukumul A'la. Stellt euch mal vor, heute kommt einer in eurer Stadt und sagt, ich bin euer größter Gott. Was macht ihr mit ihm? Der Kafir! Wir müssen ihn bombardieren! Halt, enthaupten am besten, das Blut muss spritzen und mit dem Blut La ilaha illallah auf die Wand schreiben und nochmal drauftreten auf die Leiche. Was für eine Vorstellung habt ihr über den Islam? Zu den größten Diktatoren seiner Zeit sagt Allah, geht zu ihm und redet mit ihm mit dem besten Wort. Mit Kauli Leyin. Eine Aufklärungsmethodik ist hier da. Daher soll jeder ganz genau wissen, auf was für eine Position jeder ist. Und jeder sollte auf jeden Fall seine Aufgabe ganz, ganz schön mal jetzt hier irgendwie auch nachdenken. Jeder von uns. Oder die Leute, die uns, was weiß ich, wo zuhören. Weil das ist kein Kinderjoke. Wir leben halt hier in Europa. In Europa wird der Islam fertig gemacht. In der Türkei wird der Islam seit 90 Jahren fertig gemacht. In Ägypten auch seit 90 Jahren. In Saudi-Arabien auch. Können sie aber nicht laut sagen. Einer muss kommen bei Wikileaks und muss sagen, dass der König von Saudi-Arabien gesagt hat, am Telefon zu den Amerikanern, ich hätte gern, dass von dem Präsidenten von Iran der Kopf abgehackt wird. Ob er schießt oder kein Messer hat oder was, mir ist so scheißegal. Das sagt aber ein Bruder zu einem Bruder am Telefon. Das juckt uns aber in dem Sinne hier jetzt nicht. Der Islam wird überall auf dieser Welt, von Tokio bis New York, von der Türkei bis nach Europa, diskriminiert. Und was machen unsere Muslime? Ich gebe euch das beste Beispiel vor 2 Jahren, als in Dänemark die Mohammed-Karikaturen gemacht worden sind. Mohammed wurde gemalt, alayhi salatu wassalam, mit Bart, ne? Turban, eine schöne Bombe drin und darauf la ilaha illallah Mohammed. Super, oder? Was haben unsere Leute gemacht? Wie soll ich sagen, was sie gemacht haben? Die haben Konsulate gesprengt in Pakistan. Super, oder? Das ist doch eine Perspektive. So kann man den Islam verbreiten. Und indem sie das gemacht haben, haben sie Butter auf die Brote der Ungläubigen geschmiert. Sie haben diese Leute aufgenommen und gesagt, seht ihr, die Muslime bombardieren Dings. Unsere Konsulate. Weil das ist immer der Prototyp, den die Leute haben wollen. Bart, Turban und bombardieren die Leute am besten noch mit schwarzen oder grünen Farben. Super, oder? Warum? Weil wir nach unseren Nefis handeln. Letztes Jahr, vor 2 Jahren genauso, 2009 im Januar. Schön mit Phosphorbomben haben sie Israel bombardiert. Was haben wir gemacht? Kindermörder Israel haben wir. Und was haben wir davon? Nichts haben wir davon. Eure Brüder, die sterben jeden Tag, die kratzen ab. Wenn einer in eurer Stadt hier den Hals aufgeschnitzt wird, dann sagt ihr so, oh mein Gott, was ist denn los? Genau wie der eine Junge in Bodenfeld, der jetzt die 2 Kinder umgebracht hat. Oh, 2 Kinder, heftig. Und jeder Kinder sind unsere Kinder. Diese 2 Kinder, die dort umgebracht worden sind, sind Muslime. Die sind noch nicht in der Pubertät gewesen, die sind Muslime. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Die sind als Muslime gestorben. Die hier in Göttingen jetzt von neulich umgebracht worden sind. Die sind als Muslime gestorben. Weil sie haben ihr Alter nicht erreicht. Aber dann wird gleich Panik gemacht. Oh, 2 Kinder und so. Natürlich sind unsere Kinder. Aber wenn 5000 Leute mit Phosphorbomben bombardiert werden, von laufenden Live-Kameras, von Al Jazeera bis CNN, oh, was machen wir? Wir regen uns auf. Wir müssen irgendwas machen. Wie die Amerikaner. Wir müssen irgendwas bombardieren. Und wir müssen irgendwie auf der Straße rumlaufen. Wir müssen irgendwie schreien, Allahu Akbar und so. Was bringt das? Gar nichts. An dem Tag sind wir in Frankfurt, du warst mit, nee, warte doch mit. Mit 10.000 Leuten sind wir in Frankfurt gelaufen. Wir haben gegen diese Unterdrückung protestiert. Und was ist passiert? Nix. Am gleichen Abend sind Bodentruppen reingelaufen, wieder Frauen vergewaltigt. Die Frauen, die vergewaltigt werden, sind eure Mütter und eure Schwestern, vergiss das nicht. Die Machos, die heute mit unseren Stecken rumlaufen, mit Lederjacke und Gel in den Haaren, sagen, ey Alter, was packst du meine Schwester an? Deine Schwester wird unten vergewaltigt. Deine Mutter genauso. Wenn einer unsere Mutter beleidigt, oh, meine Mutter wird beleidigt, ich hau dir auf die Fresse, ja? Deine Mutter wird unten vergewaltigt, ey. Was machst du? Oh, ich Stress, ich muss irgendwie meine Sau rauslassen. Da wird mal ein bisschen geschrien, keine Ahnung, mal ein bisschen angezogen, was ist dann? Gar nichts.
Was ist also die Lösung? Was ist die Lösung? Ihr müsst wie ein Apfelbaum sein. Wenn sie euch mit Stein bewerfen, dann müsst ihr sie mit Früchte bewerfen. Ihr müsst wie Kerze sein. Einer, der in der Dawa arbeitet, einer, der für den Islam arbeitet, auf 7 Jahre oder 70 Jahre, er muss wie eine Kerze sein. Er muss selber verbrennen, und bitte versteht das nicht falsch, ich meine nicht die Luft sprengen gerne. Er muss seine Zeit dafür ausgeben. Er muss jeden Tag dafür schwitzen, damit seine Umgebung erleuchtet wird. Wie eine Kerze. Sie erleuchtet, erleuchtet, gibt nur von sich, aber gleichzeitig schmilzt sie vor sich hin. Wenn ihr das nicht macht, ich habe meine Verkündung gemacht. Mein Nachbar, der mich aufgezogen hat, er war selber ein Ungläubiger gewesen, er ist mit 86, mit 85 gestorben. Allah möge seine Strafe im Grab verringern. Er hat sehr für den Islam geholfen. Als er mit 85 Jahren gestorben ist, hat er zu mir nur noch gesagt, dass das Leben ist ein Kampf. Das Leben ist ein harter Kampf. Warum gebe ich ihn als Beispiel? Ist doch egal, wenn ich als Beispiel gebe. Er kam mit 15 in unsere Stadt. Mit 16 wurde er in den Zweiten Weltkrieg geschickt. Ja, okay, war in Frankreich, hat gekämpft. Danach hat er in Russland gekämpft. Danach wurde er zwei Jahre von den russischen Soldaten 1943 in die Gefangenschaft genommen. 1945 ist er von dort geflüchtet. Ist von der chinesischen Grenze bis nach Polen gekommen. Das sind übrigens 7000 Kilometer. Weil diejenigen in Türkei fahren, die wissen, was das ist. Das ist einmal Antwerpen und zurück. Und dann kam er nach Polen an und haben ihn die russischen Soldaten gefangen genommen und ab wieder zurück. Naja, dann hat er sich gedacht, nee, ich muss das nochmal versuchen. Dann hat sich wieder irgendwo, ist wieder abgehauen. Und kam dann 1946 im April in unsere Stadt über 90 verschiedene Checkpoints der Russen und der Amerikaner damals. Ja, hat erstmal auf Flucht hier gelebt, weil ja die Amerikaner hier gewesen waren. Vor allem hier ist ja auch Grenzgebiet. Später hat er, mein Zweiter Weltkrieg, er hat zu mir gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn die Erde anfängt zu kochen. Durch Flugzeugbombardements. Danach gibt es hier oben eine Kupfermine. Die Leute haben unter Schacht gearbeitet. Ma denn der ja, ne? Ja, danach hat er das super Glück gehabt, dass 1955 ihm ein 2-Tonnen-Stein auf den Rücken gefallen ist. Und er war mal ein paar Jahre querschnittsgelähmt. No. Und es ging halt so weiter. Ne? Hat er mal hier gearbeitet, da gearbeitet. Ja, zum Schluss wurde ihm dann die Hand abgehackt. Ja, und dann hat er keine Luft mehr bekommen und irgendwann ist er dann gestorben. Er hat es aber nicht auf dem Weg Allahs gemacht. Daraufhin hat er zu mir gesagt, das Leben ist ein harter Kampf. Unsere Väter, beziehungsweise mein Vater, ist mit 12 Jahren in Istanbul Taxi gefahren. Mit 12 Jahren Taxi gefahren. Ja, mit 18 Jahren ging er zum Bund. Das hat dann 30 Monate gedauert. 30 Monate Bund. Da bist ein ganz anderer Mensch danach. Ja, mit 22 kam er dann nach Deutschland und hat gearbeitet wie ein Tier. Jeden Tag. Er wollte nach 2 Jahren wieder zurück in die Türkei. Warum erzähle ich das? Ich komme gleich dazu. Ja, jetzt ist er 70, ist er fertig mit der Welt. Wie alle anderen, die damals 1960 oder 70 von unseren Leuten, sag ich mal, auch herkamen. Das war's. Er ist auch grau geworden. Und alle, die kamen, sind auch grau geworden. Das Leben ist ein Kampf. Ob ihr das für Allah macht oder nicht für Allah macht, ihr werdet euch sowieso fertig machen. Der Prophet hat gesagt, mich hat der Koran alt gemacht. Er hat gesagt, Hud und Hamim-Suren haben meine Haare grau gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr dann irgendwann mal 50, 60, 70 Jahre alt werdet und sagt, wenn ihr sagt, der Koran hat mich alt gemacht, das ist eine Ehre. Wenn ihr sagen könntet, jedes einzelne Haar auf diesem meinem Kopf ist durch den Koran grau geworden.
Könnt ihr euch das vorstellen? Qiraat so zu machen, das solltet ihr euch aber vorstellen. Den Koran so zu rezitieren, oder besser gesagt, den Koran so zu leben und so zu lehren, in jedem, all unseren Lebensbereichen, dass ihr grau davon werdet. Weil sterben werdet ihr sowieso. Und alt werdet ihr sowieso. So oder so. Und dann werden sie euch in ein Grab reinstecken, in einen Sarg reinstecken. Sie werden euch ein paar Tücher ums Gesicht binden. Und sie werden euch mit dem Sarg bis zum Grab bringen. Und hinter eurem Grab werden sich drei Sachen, werden die euch begleiten. Euer Vermögen, eure Familie bzw. eure Freunde und eure Taten. Eure Taten, eure Freunde und Verwandtschaft und euer Vermögen werden euch bis zum Grab begleiten. Dann wird der Imam euch nehmen, er wird euch aus dem Sarg rausholen und ihr werdet leicht nach rechts gebogen ins Grab reingemacht. Danach werden von diesen drei Sachen euch zwei Sachen verlassen und eine Sache wird bis auf Ewigkeit mit euch bleiben. Eure Familie und eure Freunde. Oder vielleicht zur Schau auch eure Feinde. Sie werden euch an diesem Tag an dem Grab verlassen, weil keiner hat Bock, vor einem leeren Grab zu stehen. Beziehungsweise vor einem zugeschütteten Grab stundenlang so zu stehen. Sie werden euch verlassen. Euer Vermögen, euer Geld, wofür ihr jeden Tag geschuftet habt wie ein Tier, dass euch Schweißperlen aus den Augen gekommen ist, wo ihr früh morgens aufgestanden seid, um 5 Uhr seid in die Arbeit gefahren, wo ihr abends kaputt gekommen seid, nach Hause, total fertig mit der Welt und ihr konntet nichts mehr machen. Das, genau das ist euch fremd gegangen, weil es hat einen anderen Besitzer bekommen, nachdem ihr gestorben seid. Könnt ihr euch das vorstellen? Euer Vermögen geht euch fremd, obwohl ihr das ganze Leben lang für es arbeitet. Ich rede davon, ihr müsst Fisa Billah arbeiten und dieses Geld müsst ihr Fisa Billah ausgeben. Das ist nicht das, was ich meine. Und das wird euch verlassen. Aber eins wird euch behalten. Eins wird bei euch bleiben. Eure Taten werden bei euch bleiben. Das, was ihr gemacht habt und das, was ihr nicht gemacht habt. Das, was ihr gesagt habt und das, was ihr nicht gesagt habt. Das wird mit euch gehen. Weil Verantwortung müsst ihr für das tragen, was ihr gesagt habt und was ihr nicht gesagt habt. Können wir mit unserer Sure jetzt anfangen? Ja. Wir sind heute bei unserer Sura al-Muddassir angekommen. Al-Muddassir. Die Sura nimmt ihren Namen nur von hier. Dieser Name al-Muddassir kommt nur hier vor im Heiligen Koran. Woanders kommt al-Muddassir nicht wieder vor. Genau wie al-Muzammil. Nach der ersten Reihenfolge ist al-Muddassir, kommt sie immer nach al-Muzammil. Also ihr werdet immer Muzammil und danach al-Muddassir sehen. Was ist der Unterschied zwischen Muzammil und Muddassir? Wisst ihr das überhaupt? Ömer, Cemil? Also ihr sollt zuhören. Weil, wie gesagt, ja, ne? Muzammil und Muddassir, was macht Muzammil und was macht Muddassir? Muzammil, die Suratul Muzammil, baut euren Ahlak auf. Die Suratul Muzammil gibt euch Anekdoten, Beispiele, Formeln für Moral, Charakter und gibt euch Beispiele, wie man das in der Praktik ausübt. Und die Sura Al-Muddassir, die gibt euch Redewendung. Wie rede ich richtig? Okay? Die Redewendung. Bei der Sura al-Muddassir weiß man nicht, ob diese Sura auf einmal herabgesandt worden ist oder Teil. Bei al-Muzammil wissen wir, dass die ersten 19 Verse kamen ungefähr auf einmal. Eine sagen die ersten 11, die eine sagen die ersten 19. Wir gehen mal von den ersten 19 bei al-Muzammil aus und der 20. Vers kam ja später. Und bei al-Muddassir wissen wir das nicht ganz genau. Allahu a'lam, vielleicht ist sie auf einmal gekommen. Das Ähnliche, was bei al-Muzammil ist, sehen wir bei dem Muddassir auch. Wir sehen in den ersten 7 Versen, sehen wir 7 Befehle. Wenn wir unser Gehirn mal zurückspulen, wir wissen, der Koran ist ein göttliches Aufbauprojekt.
Es besteht am Anfang nur von Befehlen. Das erste Befehl ist lies. Das zweite Befehl ist steh auf. Steh auf nachts im Gebet. Verringere dazu. Mache Sabr. Geh im Guten von ihnen weg. Und so weiter. Haben wir ja gesehen. 11 Befehle. Ne? Diese 11 bestimmten Befehle am Anfang der Surah Al-Muzammil. Und diese Befehle gehen hier weiter bei Al-Muddassir. Wir sehen in den ersten 7 Versen sehen wir 7 Befehle. Um kurz zu fassen, der erste Befehl ist steh auf, der zweite Befehl ist warne, der dritte Befehl ist preise deinen Herrn, der vierte Befehl ist säubere deine Kleidung, der fünfte Befehl ist entferne dich vom Schmutz, der sechste Befehl ist prahle nicht mit deinen Taten, der siebte Befehl ist sei standhaft für deinen Herrn. Nach diesem Vorwort fangen wir an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ja, ayyuhal Muddassir. O du Liegender. O du Liegender. O du Liegender. Al-Muddassir kommt von dem eigentlichen Fiel-Wort Tadassara. Tadassara. Und Tadassara heißt eine Sache, die man unter sich nimmt. Die Araber sagen, Tadassara rajulu farasahu. Tadassara rajulu farasahu. Der Mann ist auf sein Pferd gestiegen. Tadassara rajulu farasahu. Daher aufsteigen. Ad-Dathr nennen auch manche viel Vermögen. Ad-Dathr nennt man auch im Symbolischen viel Vermögen. Weil der Besitzer auf ihn steigt. Der Besitzer steigt auf sein Vermögen. Daher nennt man das auch Ad-Dathr, das Vermögen. Ad-Dathr heißt viel Vermögen. Daher, wie übersetzen wir hier Ya Ayyuhal Muddassir? O du Liegender. O du Liegender. Warum O du Liegender? Was heißt hier O du Liegender? Und wer ist eigentlich mit O Liegender gemeint? An erster Position ist damit der gemeint der Prophet Mohammed a.s. Genau wie bei Ya Ayyuhal Muzammil. Was war Ya Ayyuhal Muzammil? O du Bedeckter. Ihr wisst, nachdem der Prophet die ersten Verse offenbart bekommen hat, ist er panikmachend zu seiner Frau Khadija al-Kubra runtergegangen in das Tal Mekka. Und hat zu ihr gesagt, Semmiluni, Semmiluni, bedeckt mich, bedeckt mich. Woraufhin dann später der Vers kam, Ya Ayyuhal Muzammil, O du Bedeckter, Kumil Layla illa Kalila, Nistahu Inkus Minu Kalila, und so weiter, ila Akhir Surah. Jetzt aber, als nächstes Surah, heißt Ya Ayyuhal Muddassir, O du Liegender, O du Liegender. Yani, O du Passivguter. O du Passivguter. Lieben und gut sein reicht nicht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Nur sagen, la ilaha, nur zu sagen, ich bin Muslim, ich bin ein guter Mensch, heißt noch lange nicht, dass ihr gut seid. In der Suratul Kalam steht zum Propheten geschrieben, Wa inneke la'ala huluqin azim. Gewiss, du bist auf einer sehr großen Charakter, auf einer sehr großen Moral aufgebaut. Bevor der Prophet den Islam geoffenbart bekommen hat, war er Muhammadul Amin gewesen, oder? Der vertrauenswürdigste überhaupt in der Stadt. Und diesen Namen hat ihn Abu Jahl gegeben. Oder war es Abu Lahab gewesen? Ich glaube, es war Abu Lahab gewesen. Abu Jahl war es gewesen. Muhammad al-Amin. Er war vertrauenswürdigste der Stadt. Er war gut. Und als der Prophet diese Ayat bekam und diese Offenbarung, diese Dawah bekam, das Prophetentum, die Nubuwa bekam, hat der Prophet Sanki, als ob er sich selber fragen würde, seinen Herrn fragen würde, Yara, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, es gibt so große Leute in Mekka, Medina, auf der arabischen Halbinsel, warum gerade ich?
Du, richtig, warum gerade ich? Und Allah antwortet indirekt, in andere Sure, Al-Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Denn du bist gewiss auf einer sehr großen Moral. Aber genau dieser Vers, Ya Ayyuhal Muddassir, ja Muhammad, es reicht nicht gut zu sein. Es reicht einfach nicht gut zu sein und zu lieben. Ihr müsst aufstehen und was für den Islam machen. Weil ihr wisst, in Mekka gab es sehr viele Muwahhiduns gewesen. Wir wissen, 6 Leute, 7 Leute waren in Mekka Hanif gewesen. Sie haben die Götzen nicht angebetet. Der eine war Umayyah ibn Abi Salt. Ein großer Dichter. Der andere war Zayd bin irgendetwas. Zayd bin irgendetwas war er. Dann Abu Bakr as-Siddiq. Er hat zum Beispiel auch nicht die Götzen angebetet. Waraka ibn Nefl. Aber auch ein Muwahhid gewesen, war ein Christ gewesen, hat die Götzen nicht angebetet. Aber keiner hat was zu denen gemacht. Sie haben sich hingestellt in Mekka und gesagt, wir beten eure Götzen nicht an. Kein Islam, gar nichts, kein Prophet, kein Islam. Und die haben nichts mit denen gemacht. Die haben gesagt, okay, ihr seid auch ein Teil unserer Gesellschaft. Ihr seid auch ein Teil unserer Gesellschaft. Betet, seid gut, aber mischt euch in unsere Sachen nicht ein. Glaubt an euren einen Gott. Von mir aus auch seid gegen unser System, aber bitte, wenn ihr das so macht, seid ihr auch ein Teil unserer Gesellschaft. Und genau hier sagt Allah, Ya Ayyuhal Muddassir zum Propheten. O du Liegender. Ein Passivguter ist kein Guter. Passiv gut zu sein. Ihr seid gut, okay? Ihr trinkt keinen Alkohol, ihr nehmt keine Drogen, ihr macht keinen Zina, ihr betet 5-mal am Tag, okay? Ihr liest den Koran, ihr seid von mir aus auch Hafiz, kann 6000 was weiß ich, Verse auswendig. Das reicht nicht, sagt Allah. Daher am Anfang gleich, Ya Ayyuhal Muddassir, O du Passivguter. Ein Passivguter, der nicht aktiv wird in seiner islamischen Dawa, ist kein guter Mensch. Ist das im Strafgesetz nicht genauso? Einer wird vor euch umgebracht. Einer wird vor euch umgebracht und ihr bringt den aber nicht um. Ihr mischt euch überhaupt nicht in diese Sache ein und ihr seht, wie A-Person B-Person umbringt. A-Person haut ab. Später natürlich fliegt das auf irgendeinen Grund auf und A-Person sagt oder die anderen Leute sagen, ja, der Typ hat das doch auch gesehen. Dann seid ihr fast genauso schuldig. Ja, aber ihr sagt zum Richter, ich habe doch nichts gemacht. Doch, du hast genug gemacht. Unterlassene Hilfeleistung. Unterlassene Hilfeleistung. Kein Temli zu machen. Keine Verkündungsarbeiten zu machen. Nicht für diese Religion zu arbeiten. Nicht den Islam zur Sorge machen. Nicht aus den Betten aufzustehen. Nicht von passiv zu aktiv werden, ist unterlassene Hilfeleistung gegenüber die Menschheit. Kum, steh auf. Verelsir und warne. Warne, verkünde die Menschen mit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warne die Menschen, verkünde den Menschen dieses heilige Buch. Wer soll dieses Buch verkünden? Ihr! Wenn der Prophet gegangen ist, dann seid ihr dort. Wir werden irgendwann sterben. Unsere heutigen Lehrer, die werden auch bald sterben. Dann kommen wir dran. Dann werden wir sterben. Dann kommt ihr dran. Du, ihr kommt dran. Dann müsst ihr weiter aufbauen. Immer weiter, immer weiter. Und wenn ihr das nicht macht, so kommt der Tag des jüngsten Gerichts. Ihr wisst, es gibt doch Zeichen des Weltuntergangs. Alamet von Qiyamet. Und wenn ihr euch diese Zeichen vom Weltuntergang anguckt, dann werdet ihr sehen, dass zu 99% der Weltuntergang von euch abhängt. Wann geht denn die Welt unter? Wenn die Leute den Islam sein lassen, wenn vom Islam nur der Name, vom Koran nur das Bild übrig bleibt. Wenn die Moscheen von außen schön aussehen, aber drin, was sagt der Prophet? In einer Moschee werden 1000 Leute beten, aber unter ihnen wird keiner Muslim sein.
Die Moscheen werden von außen sehr schön aussehen, aber innen wird kein Imam drin sein. Imam drin sein. Wer macht denn das? Das macht ihr. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird so lange kein Volk verändern, solange das Volk sich einzeln und nacheinander in sich nicht verändert. Das ist Sunnatullah. Kum fansir. Steh auf. Lieg nicht. Sei ab jetzt kein Passiver mehr. Sei ein aktiver Muslim. Einfach Gott ergeben zu sein und sich in der Bude einzuschließen, da könnt ihr auch gleich Mönche werden. Aber der Islam ist nicht so. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'u ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Der Weg ins Paradies geht durch die Gesellschaft. Fadkhuli fi ibadi, geht rein in meine die zu meinen Dienern. Wa adkhuli jannati. Das Paradies, das Jannat, der Lohn ist draußen. Ihr müsst rausgehen. Ihr müsst die Leute warnen. Bil hikmati wal mau'izati. Im schönsten Worte warnen. Das ist das, was ihr machen müsst. Kum fa'anzir. Wa rabbeke fa'kebbir. Ihr seht, es kommen Befehle. Ya ayyuhal muttasir. Kum fa'anzir. Wa rabbeke fa'kebbir. Und bestätige, dass dein Herr der Größte ist. Hier kommt zum ersten Mal der Befehl für Allahu Akbar. Wa rabbeke fakabbir. Und dein Herrn preise ihn als Allerhöchsten. In Klammern sage Allahu Akbar. Der erste Vers von Alaq heißt Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Der erschuf. In Klammern heißt das was? Sage Bismillahirrahmanirrahim. Sage in jeder Tat, in jedem Gedanken, in jedem Verhalten Bismillahirrahmanirrahim. Und hier sehen wir zum ersten Mal, wir reden hier gerade von der Stunde Null der Dawah des Propheten Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbeke fakabbir. Und tue deinen Namen deines Herrn hochhalten. Wa rabbeke fakabbir. Sage Allahu Akbar. Die ersten Befehle werden hier, die ersten Kodierungen der Muslime wird hier durch Allah subhanahu wa ta'ala in einem Koranprojekt, in einem himmlischen Aufbauprojekt als Formeln in die Herzen des Propheten herabgesandt. Allahu Akbar. Was heißt das? Manche nehmen das Wort Akbar als Ismi Tafdil. Wir sagen, Allah ist der Größte. Kann man sagen, ist aber gefährlich, wenn man das als Ismi Tafdil nimmt. Weil wenn man sagt, Allah ist der Größte, ja dann heißt es, vielleicht könnten darunter auch noch große Leute sein. Wenn man Akbar nicht als Ismi Tafdil, also als Größte nimmt, sondern als Eigenschaft nimmt, dann kann man sagen, Allah Akbar heißt, Allah ist der einzig Große. Allah ist der einzig Größte. Danach gibt es gar nichts. Oder als drittens, wie kann man Allahu Akbar noch verstehen? Nach Akbar ein Min hinzumachen. Im Großen und Ganzen ist das so, dass nach Allahu Akbar ein Min hingemacht hat. Allahu Akbar min ke. Allahu Akbar min kum. Allahu Akbar min al nisa. Allahu Akbar min al rajul. Allahu Akbar min al dawla. Allahu Akbar min al amerika. Allahu Ekber minel kulli alem. Allah ist der Größte. Allah ist größer als Komma. Allahu Ekber min. Allah ist größer als Komma. Als was? Als alles. Allah ist größer als ihr. Allah ist größer als die Welt. Allah ist größer als euer Geld. Allah ist größer als die größten Streitmächte. Allah ist größer als die größten Supermächte. Allah ist größer was? Größer als. Größer als was? Größer als alles. Könnte dafür Iman machen? Will ich mal sehen, wenn sie reinlaufen. Und säubere deine Kleider.
Elbise gibt es ja im Türkischen. Siyabeke fetahir. Und säubere deine Kleider. Hier wird ein Maßstab für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben, wie man als Führer vor einem Volk als Verkünder auftritt. Und so gilt das Gleiche auch für euch. Könnt ihr euch vorstellen? Ihr sitzt da und da kommt ein Typ, der stinkt. Von mir aus, ja, er stinkt halt, ich möchte jetzt nicht krasser werden. Ja. Und der sagt dann, ihr müsst Moslem werden, ihr müsst, ne, fünfmal am Tag und so, ihr müsst den Kur- und er stinkt aber. Sagst du, hey, was ist los? Geh, wasch dich erstmal, du stinkst. Ey. Und hier ist das sehr wichtig. Achtet auf eure Kleider, wenn ihr Muslime werdet. Habt immer saubere Kleider an euch. Wichtig. Habt gute Kleider an euch. Habt saubere Kleider an euch. Aber habt bitte nicht Magenklamotten an euch. Nicht, dass jemand zu euch guckt und sagt, boah, hier vor mir steht ja Nike. Einer, der euch sieht, der muss, wenn er euch sieht, den Islam erinnern können. Wie steht es bei uns im Kalender? Wenn einer euch sieht, muss er durch eure Blicke den Islam in sein Vermögen, in seinen Gedanken kriegen. Das ist ganz wichtig. Aber ihr müsst sauber sein. Ihr wisst, für was für ein Volk diese Verse als erste heruntergekommen sind. Und von den dreckigen Sachen reinigt euch. Und von dem Schirk reinigt euch. Rutsch ist Schirk. Fahjur heißt, wandert aus. Geht weg. Geht weg vom Schirk. Geht weg von Vielgötterei. Wandert aus. Fahjur. Macht, wenn einer mal fragt, wann wurde dem Propheten der erste Befehl für die Hijra gegeben? Hier, in der ersten Stunde des Islams und nicht erst 13 Jahre danach. Die erste Hijra, die ihr verbringen solltet, ist vom Schirk Hijra zu machen. Von Vielgötterei Hijra zu machen. Macht von den Schandtaten, von Zulm, von Vielgötterei, vom Polytheismus Schirk, wohin? Na, so geht's zum Tauhid. Wenn man nicht Errutschs heißt Schirk und Ritschs heißt Dreck. Ritschs. Haza Ritschsum min Amel Shaitan steht im Koran. Das ist ein Dreck vom Teufel. Alkohol, Drogen und Glücksspiele. Und was heißt Fall auf Deutsch? Magie, genau. Das ist Ritschsum min Amel Shaitan. Ritschs heißt Dreck, also richtiger Dreck. Yani. Und Rutschs heißt Schirk. Jetzt, was können wir hier nehmen? Wir müssen ja auf jeden Fall Rutsch nehmen. Aber, weil ihr wisst, als der Koran herabgesandt worden ist, in den ersten Inschriften gab es keine Hareke. Also wäre es auch kein Problem, hier im Indirekten auch das Wort Dreck, also säubert euch erstmal eure Kleider, das heißt im Richtigen, und dann Rutsch heißt natürlich Schirk, säubert euch vom Schirk. Aber wir können auch hier Erritz verstehen. Tut von dreckigen Sachen euch abwenden. Wala temnun testexir. Ein sehr wichtiger Vers. Wieder ein Befehl. Ein sehr wichtiger Vers. Wala temnun testexir. Halte deinen Verdienst nicht vor und nicht für groß. Halte deinen Verdienst nicht vor und halte deinen Verdienst nicht für groß. Yani? Ey, guck mal, mein Koranunterricht, ey. Gut, oder? Guck mal, ich habe gestern 1000 Bücher gedruckt, ey. Geil, oder? Ich habe gestern das gemacht. Ich habe gestern das gemacht. Wir haben für den Islam das gemacht. Boah, wir haben da, guck mal, du machst ja gar nichts. Das macht nichts, sagt der Koran. Vela temnun testexil. Halte deinen Verdienst, deine Sachen, die du für den Islam machst, für nichts. Was denkst du, was du bist? Bist du der weiße Prinz auf dem Pferd, der den Islam retten soll, oder was? Bist du Herkules, oder was? Der den verloren gegangenen armen Islam retten soll. Der Islam rettet euch.
Und verhaltet euch auch bitte, so sagt der Koran. Wir reden hier von den ersten Versen, hier wird ein Gedanke aufgebaut. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْزِرْ. Und noch wichtige Übersetzung für dieses Vers. Mache den Islam nicht zu deiner Einnahmequelle. Oh, ja, wir sind so eine gute Organisation. Wir produzieren jetzt auch Fleisch und so, ne? Bitte kauft nur von uns ein und so. Oh, wir machen jetzt das, bitte nimmt nur von uns und so. Mach den Islam nicht zu deiner Einnahmequelle. Mache keinen Konzern daraus. Der Islam ist die Religion Allahs für den Menschen und nicht eure Einnahmequelle. Ja, wir haben jetzt einen Koranunterricht. Ah, wenn ich jetzt von jedem hier 5 Euro nehmen würde, das wird ja im Monat so und so viel machen, da brauche ich ja gar nicht arbeiten mehr zu gehen. Ja, wir machen das nicht, aber es gibt genug Leute, die machen das. Wenn ihr in der Türkei auf den Friedhöfen rumläuft, ihr sitzt kaum auf dem Friedhof, kommt eine Abi Yasin Okime voran und so. Soll ich mal für euch ein Yasin lesen? Das ist Einnahmequelle. Vor Jahren kam mir einer mal in unsere Stadt und hat gesagt, ich werde für euch das Teller, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil wir da nicht ein Ding haben. Und er kam von hier 20 Kilometer entfernt. Er war ein Suleymanji gewesen. Und er hat gesagt, hier bei uns im Café, hat er alle uns hier versammelt. Ich war Alhamdulillah nicht dabei gewesen, weil ich bin von diesen Leuten immer ferngeblieben. Und er hat gesagt, jetzt ohne Joke, ich werde für euch das Teilhabige Gebet verrichten, unter einer wird, also ich werde für euch, weil wir haben hier keinen Imam gehabt, ich wollte ihn ja nicht haben, ihr wisst ja warum. Und dann haben die gesagt, ja, kannst du für uns das Teilhabige Gebet verrichten? Ja, nee. Echt schwierig, ne? Und hat er gesagt, ja, unter einer Voraussetzung, wenn ihr mir 1000 Mark dafür gibt. Das Traurige an der Geschichte ist, die haben den 1000 Mark gegeben. Oder vielleicht haben sie noch 1000 Euro gegeben, ich weiß. Nee, es war Mark gewesen. Die haben den Typen tatsächlich 1000 Mark gegeben. Und die haben hinter denen noch gebetet. Also, Vela Temnum Testexil, macht den Islam bitte nicht zu eurer Einnahmequelle. Weli Rabbika Fasbir. Und sei standhaft nur für deinen Herrn. Ihr verfolgt das Koran, ne? Weli Rabbika Fasbir. Und sei standhaft nur für deinen Herrn. Guck mal, nur für deinen Herrn. Normalerweise müsste der Vers sein, das haben wir Koran juckt, oder? Ja. Nie? Außer der Koran, oder was? Weli Rabbika Fasbir. Und sei standhaft nur für deinen Herrn. Aber dieses Vers müsste normalerweise kommen. Fasbir li Rabbik. Ne? Fasbir li Rabbik. Warum? Ich frage. Diejenigen, die Arabisch lernen, wissen das? Dieser Vers kommt. Weli Rabbike Fasbir. Normalerweise müsste der kommen, Fasbir li Rabbik. Es muss umgekehrt sein. Fasbir li Rabbik. Warum kommt der Vers umgekehrt? Li Rabbika Fasbir. Weißt du das? Es ist eine arabische Sprache, es ist ein Belarat. Ich sehe, unser Chef kommt rein. Machst du mal ganz schnell die Seite 575 auf. Und guckst du mal. Weil wir wollen ja nicht einfach irgendwas hier runterrassen. Es ist das Buch Allah. Und wir wollen ja auch jeden Vers zumindest ein bisschen verstehen. Wir machen hier kein Tafsir. Wir machen einfach nur, damit ihr versteht, was ihr dort ungefähr liest. Sheikh. Vers 7. In Muttassi. Dieser Vers heißt, Weli Rabbik Fasbir. Normalerweise müsste heißen, Fasbir li Rabbik. Warum? Weißt du es ja oder nein? Weil es ist schon ein bisschen lang geworden, ich will kurz fassen. Weißt du es nicht? Ganz einfach. Merkt euch das. Ihr liest es am Tag 17 Mal. Diejenigen, die Arabisch lernen oder wissen sollten, erst im Arabischen kommt ein Fi'l, ein Verb und dann kommt Fa'il, dann kommt der Austragübende und dann kommt das Namenwort.
Misal. Nasara, Zaidun, Amran. Zaid hat Amr geholfen. Ich gehe aus dem Haus. Zahabtu min al-Bayt. Er ist aus dem Haus gegangen. Haraja min al-Bayt. Was heißt das? Erst, also diejenigen, die Arabisch natürlich. Erst kommt der Verb. Aber Bruder Öledi, hier ist das nicht so. Hier kommt erst das Nun. Es müssen normalerweise erst Fasbir li Rabbik, verstehst du? Nee. Aber hier steht, wenn Rabbik Fasbir. Was passiert, wenn man den Arabischen das vertauscht? Das ist das gleiche Beispiel ist bei Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Im fünften Vers von Suratul Fatiha. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in müsste eigentlich heißen na'budu Iyyaka nasta'in Iyyaka. Warum? Weil erst das Verb kommt und dann der Nomen kommt. Aber wenn man Nomen und Verb verändert, dann kommt dort zum Beispiel, wir gehen mal von der Fatiha 5. Vers aus. Wenn Na'budu Iyyaka nasta'inu wa nasta'inu Iyyaka kommen heißen will, dann heißt das, dich beten wir an, hört ihr mir zu, dich beten wir an und von dir wollen wir Hilfe. Na'budu Iyyaka, dich beten wir an. Und von dir wollen wir Hilfe. Wenn wir das aber verändern und wir sagen umgekehrt, wir nehmen Iyyaka na'budu, dann heißt es, nur dich beten wir an. Das ist nur ein bekräftigt. Nee, bekräftigt nicht. Es sagt das Wort nur. Weil wenn du das liest mit na'budu Iyyaka, könnte es Shirk beinhalten. Ja, stimmt, wir beten dich an, aber wir beten nebenbei auch noch was anderes an. Ja, das bestimmt. Wir wollen von dir Hilfe, aber von den anderen wollen wir auch Hilfe. Es beinhaltet Schirk. Aber wenn sich das Nomen am Anfang und das Verb zum Schluss kommt, heißt es nur für dich. Und hier steht, وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ. Sei standhaft nur für deinen Herrn. Wenn aber kommen würde, فَاسْبِرْ لِرَبِّكْ, dann würde es heißen, sei geduldig für deinen Herrn. Ja, okay, ich bin geduldig für deinen Herrn, Benjamin. Aber ich bin auch geduldig für andere Sachen. Ganz wichtig. Wir haben im letzten Unterricht was gesagt. Sabr kommt im Koran mit drei Begriffen. Ne? Mit drei Dings. Wie heißt das? Harfijal. Sabr an, Sabr ali und noch ein Sabr. Habe ich jetzt vergessen. Dreimal Sabr. Und hier kommt Sabr ali. Fast bir li rabbi. Sabr ali kommt hier. Was heißt das? Ihr sollt standhaft sein. Sabr ali für was? Für Jannah. Sabr heißt nicht nur standhaft sein gegenüber Unterdrückung und, ne, und so. Sabr Ali, wenn Sabr Ali kommt, heißt, sei standhaft in deiner Ibadah. Sei standhaft für das Jannat. Du musst am Tag 8 Stunden arbeiten. Oder? Das ist Farz. Du musst mit deinem Schweiß Geld verdienen. Das ist Farz. Du musst den Islam unterstützen. Du musst die Leute, die auf dieser Welt den Islam unterstützen, mit deinem Geld unterstützen. Du brauchst Geld. Du musst Zakat geben. Du musst Sadaka geben. Du musst Infak machen. Du musst den armen Leuten, den unterdrückten Muslimen auf dieser Welt helfen. So, brauchst du Geld? Dafür musst du arbeiten, jeden Tag. Wenn du in die Arbeit gehst, in die Firma oder in Ausbildung, das ist für dich der größte Dschihad. Weißt du warum? Weil mit diesem Geld wirst du die Muslime auf der Welt unterstützen. Du gehst in die Arbeit und sagst, ja, ich muss heute Geld verdienen, damit ich meinen muslimischen Geschwistern von Ost bis West irgendwie unterstützen kann. Ich muss am Tag so und so lange arbeiten, ich muss mir irgendeinen Lebensstandard aufbauen, ich muss von mir aus auch studieren, damit ich einen bestimmten Lebensstandard habe, damit ich noch besser von irgendeiner anderen Position für diese Religion was machen kann. Das ist der größte Jihad. Jujahiduna fi sabilillah bi amwalikum als erstes. Und dann ist mal gar nichts. Wer in Fusikum kommt später. Das ist ganz wichtig. Und das ist Sabr. Wali rabbika fasbir. Und wenn du das machst, musst du Sabr haben. Geduldig sein.
damit du die Verantwortung in dir manifestieren kannst. Faiza nukira finnakur, wenn dann ins Horn gestoßen wird, jetzt Allah ändert das Thema und bringt es Qiyamah. Sur, wenn ins Horn gestoßen wird, Faiza nukira finnakur, wenn am Tage des jüngsten Gerichts in das Horn des jüngsten Gerichts für den Weltuntergang gestoßen wird. Fazalika yawma izin yawmun asir, so wird jener Tag ein sehr schwerer Tag sein, sagen die Übersetzungen. Was heißt Asir? Wer sagt? Saft. Saft. Was hat jetzt Saft hiermit zu tun? Richtig. Auspressen. Allah wird euch am jüngsten Tag auspressen. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Er wird das aus euch rausholen, was ihr in euch reingelegt habt. Er wird das aus euch rausholen, was ihr gesät habt. Ihr werdet das ernten, was ihr gesät habt. عَسِير heißt pressen. عَسِير heißt das Resultat, das Endprodukt der Frucht. Wisst ihr, warum man so Asr, Asr sagt? Und Asr heißt im Islam, heißt im arabischen Nachmittag. Was heißt jetzt, was hat jetzt Nachmittag mit Orangensaft oder mit Pressen zu tun? Weil damals in der islamischen Gesellschaft die Löhne am Nachmittag ausgeteilt worden sind auch. Das, was du an dem Tag erarbeitet hast vom Verdienst aus, wurde an dem Tag am Nachmittag kurz vorm Abend ausbezahlt. Wie heißt es im Islam? Bevor der Schweiß des Arbeiters trocknet, gibt ihm seinen Lohn. Und was ist mit Asr? Mit der Generation? Wisst ihr, was ein Asr ist? Es gibt im Türkischen auch Bir Asr. Bir Asr yüz senedir. Ein Asr ist 100 Jahre. Was ist aber 100 Jahre? 100 Jahre sind 3 Generationen. So ungefähr. Was heißt das? Wenn ihr eine Welt verändern wollt, im Kompletten, müsst ihr 100 Jahre planen. Was ihr heute baut, was ihr heute verändern wollt, wenn ihr richtig gut arbeitet, in 100 Jahren werdet ihr das Saft dieser Frucht erst sehen. Guckt die ersten 100 Jahre der Hijra. Der Islam, der in Mekka mit 40 Leuten begangen hat, hat 100 Jahre danach in Spanien seinen Fuß gefunden. Spanien! Spanien! Mekka! Standarddurchschnittstemperatur 55,5 Grad. Kein Schatten, kein Wasser, nichts. Kamele, Steine, Vulkane, nix. Das einzigste Wasser, Semsem, und dann kommt Salzwasser. Hitze, Hitze. Oben blau, unten gelb. Oben blau von Himmel, unten gelb von Sand. Sonst nix. Nix. Kilometer, hunderte Kilometer nix. Und 100 Jahre später, der Iman bringt sie bis nach Spanien. Ein Asr. Sie haben das dort gepresst. Fazalika yawma izin yawmun asir. So wird jener Tag ein schwerer Tag, beziehungsweise der Tag sein, wo ihr eure Endresultate bekommen werdet. Alal kafirin ayru yasir. Für die Ungläubigen wird das kein leichter Tag sein. Hier wird zum Beispiel, so ungefähr, glaube ich, das erste Mal das Wort Al-Kafir in der Nuzul verwendet. Al-Kafirin ayru yasir. Für die Ungläubigen wird das kein leichter Tag sein. Al-Kafir. Was heißt Al-Kafir? Leugner. Wer leugnet denn? Einer, der gar keine Ahnung hat, kann doch gar nicht leugnen. Ein hakiki Kafir ist derjenige, der die Wahrheit übermittelt bekommen hat, offenkundig, und lehnt die Wahrheit offenkundig ab. Das ist ein Kafir. An erster Stelle. In dem Hakiki-Bereich ist ein Kafir derjenige, der die Wahrheit präsentiert bekommt und offenkundig, nachdem er die Wahrheit verstanden hat, offenkundig leugnet. Kafira el-Kafir. Für diese Leute wird es ein sehr schwerer Tag sein. Zerni, lass mich alleine.
وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Den, den ich alleine erschaffen habe. Wisst ihr, wer eigentlich hier gemeint ist? Walid bin Mughira. Sebi bin Nuzul. Sebi bin Nuzul. Sollte man auch mal gehört haben. Zerni, sagt Allah, lass mich alleine. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Den, den ich alleine erschaffen habe. Natürlich ist hier jeder gemeint. Aber in Sebi bin Nuzul ist hier Walid bin Mughira. Walid bin Mughira ist wer? Der Vater von Khalid ibn Walid. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا Und den ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. Er war sehr reich. وَبَنِينَ شُهُودًا Und ich habe ihm Söhne gegeben, die stets anwesend als Zeuge neben ihm gewesen waren. Man redet davon, dass Walid ibn Mughira, diejenigen, die Sia ein bisschen kennen, die wissen, wen ich meine. Ich will jetzt bestimmt nicht noch über Walid ibn Mughira erzählen. Er hatte 12 bis 13 Kinder. Walid ibn Mughira. Und mit denen hat er geprallt. Aber er hat nichts gehabt vorher. Und dann von 0 auf 100 ist er aufgewachsen. Er hat Geld bekommen, er hat Vermögen bekommen, er hat Kinder bekommen. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Und dann sagt Allah, und den, den ich alle schön zurecht gemacht habe. وَمَهَدْتُ Den ich wie in der Wiege aufgezogen habe. Wie ein Kind, wisst ihr, in die Wiege wird das gezogen. Beşik heißt das im Türkischen eigentlich. Ein Kind, Beşik, der das büyütülüyor, hat er, Walid bin Mughira, auch erzogen. Jedes Kind, was auf dieser Welt geboren wird, wird mit 0% geboren. Das hat doch gar nichts. Und so ist auch Walid ibn Mughira hier ein Paradebeispiel für einen Ungläubigen. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Und dem habe ich das Leben schön gemacht und alles zurecht gemacht. ثُمَّ Er hat alles bekommen. Kinder, Geld, Vermögen, alles was er wollte. ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ أَزِيدْ Und jetzt will er auf einmal mehr haben als das. Er will immer mehr. Er will immer mehr. Das Leben gleicht dem Salzwasser, sagt der Prophet. Das Leben gleicht dem Meereswasser, sagt der Prophet. Umso mehr man trinkt, umso durstiger wird man. Da ist mir gerade ein Spruch von Imam Ali, radiallahu anh, eingefallen, was er in Nahjul Balagha sagt. Die Welt, ist eine alte Braut, die Tausende von Bräutigam geschieden hat. Die Welt ist wie eine alte Braut, die Tausende von Bräutigam geschieden hat. Und der Bräutigam ist hier jeder Bewohner auf dieser Welt. Weil jeden hat sie, diese Welt, verachtet. ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ أَزِيدْ Und obwohl er, vor allem Walid bin Mughira, oder unsere Walid bin Mughira heute, alles bekommen haben. Wir auch. Wir verdienen 1000 Euro, dann wollen wir 1500 Euro. Wir haben draußen ein Nissan stehen, übermorgen wollen wir ein Mercedes haben. Heute haben wir die Klamotten, morgen wollen wir die Klamotten haben. Heute haben wir einen PC, morgen wollen wir einen Laptop. Heute haben wir, was weiß ich, ein normales Handy, morgen wollen wir ein iPhone. Morgen ist iPhone Handy, übermorgen wollen wir das. Wir wollen immer mehr, bis wir wissen, wann das geht, bis zum Grab. Und dann hast du das, was du erreichen wolltest. Keller! Wisst ihr, wie ich jetzt hier Keller mal übersetze? Nee, Leute, so läuft das nicht. Keller heißt, nee, Leute, so läuft das nicht. Innahu kana li ayatina anida. Er ist unseren Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Sa'urhikuhu sa'uda. Ich werde ihn mit beschwerlichem Bedrücken am Tage des jüngsten Gerichts. Diese Leute, die immer mehr und den Islam immer mehr zurück, sie werden an dem Tag sehen, was sie vorgebracht und was sie hinterlassen haben.
Zum Schluss können wir dort zu diesem Vers die Sura Takasur lesen. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im, sagt hier Allah. Und an diesem Tag wird ihn von den Gaben gefragt werden. An den Gaben wird ihn den Menschen an den Tag gefragt werden. Am letzten Vers. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Von den Gaben wird diesem Mensch gefragt werden. Allah hat euch das gegeben, warum wolltet ihr mehr? Und warum habt ihr trotzdessen nicht für den Islam gearbeitet und alles nur für Geld, 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 immer mehr Geld, immer mehr Geld. Oder noch schlimmer als Geld, wisst ihr, was schlimmer ist als Geld? Ansehen. Also schlimmer als Geld ist Ansehen. Daher sollten wir uns ganz schön bewusst sein, ob für uns, was wir überhaupt hier machen, ob wir uns da auch ganz ernst dabei sind. Weil es ist bestimmt kein Eisschlecken, was wir hier machen. Der Prophet ﷺ hat gesagt, über euch wird eine Zeit kommen, da wird die Religion wie Feuer werden. Über euch wird eine Zeit kommen, da wird der Islam wie Feuer werden. Derjenige, der sich an ihm festhaltet, wird seine Hände verbrennen und derjenige, der sich nicht an ihm festhalten wird, der wird ungläubig werden. Und heute sind wir in dieser Zeit. Wenn wir heute Muslime werden, und wir praktizieren den Islam komplett. Sie werden uns unsere Hände verbrennen. Sie werden uns irgendwas machen. Sie werden uns irgendwelche Strafen aussetzen, obwohl wir auf dem richtigen Weg sind, Alhamdulillah. Dafür haben wir 1500 Jahre Geschichtsbeispiel vor uns. Aber wenn wir sagen, nee, wir wollen das nicht, wir möchten ein lockeres Leben, wir möchten ein Flip-Flop leben, Eischleckerleben, ja. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.